Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. In der letzten Folge haben wir wieder ein bisschen was erkundet, haben ein paar Aufgaben erledigt und haben auch den Außenposten hier hinten sowie unsere erste Prüfung der Rakyat gemacht. Und heute, what the fuck, warum ist der hinten Rauch? Egal. Heute hatte ich vorgehabt, dass wir ins neue Gebiet gehen, zur Hauptquest und. Okay, warum komme ich hier nicht rauf? Und den Funkturm da hinten auch gleich holen in dem Gebiet. Also, dass wir erst zum Funkturm gehen und danach uns die Quest holen. Wer bist du denn? Ein guter Typ, auf dich kann ich nicht schießen, Gott. Und ich will auch jetzt kein nichts mehr einsammeln, weil die ganze Brieftasche unsere voll ist. So, ich kann 9 Schuss. Na, ja, ich kann 12 Schuss, glaube ich, halten. Gut, jetzt müssen wir in die Richtung hier hinter. Ah. Glaube, es wird besser, wenn wir uns hier Schnellreisen machen. Von dort ein Auto nehmen und hinter zum Funkturm fahren. Ist, glaube ich, besser. Und ich glaube, wir geben jetzt ein paar Sachen im Shop aus. So. Okay, ich kann also keine Aufsätze für hier holen. So, jetzt haben wir das Inventar aufgefüllt. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz für Geld. Okay, falsche Richtung, hier lang. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Okay. Du bist echt zu gut, Mann. 100 Punkte, alles klar. Ach so, jetzt war es. Das erste Mal war so Glück, dass ich getroffen habe. Und jetzt treffe ich nicht mehr, okay. Komm. Knapp daneben ist auch vorbei. Echt jetzt? Die Leiste füllt sich halt schneller, als es aussieht. Oder als ich denke. So. Meine Frau wird mich umbringen. So. Jetzt. Das letzte Messer von dir, Kumpel. Fünfundzwanzig, gut. Okay, du hast mich besiegt. Danke fürs Geld. Rückspiel? Probier mal einmal Experte. Ich will wissen, wie das aussieht. Schade. Ja. Sag nicht, er holt jetzt andauernd 100 da. Ich kann was, das weißt du. Echt jetzt, der holt jetzt. Er holt jetzt andauernd 100, oder? Klar. Das ist also ein Game, was man nicht gewinnen kann. Okay. Gut, wir gehen jetzt raus. Wir müssen zum Funkturm. Ah, das war ein zu hoher Sprung anscheinend. Ich nehme doch Fallschaden. Und zwar ist gerade nicht wenig, ey. Aber naja. Ich muss gucken, dass ich ein Fahrzeug kriege. Ich glaube, da unten stehen Leute.
Das ist ein Raubtier. Lasst ihr mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe. Danke. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Funkturm da hinten. Ich brauche was Besseres als die Schrot, ey. Gut, hier. Leiche plündern. Leiche plündern. Gut, ein bisschen in die Richtung. Ich bin sowas von tot jetzt. Jetzt gehörst du mir. Hier dann. Gut, den Wagen wollte ich haben. So, einmal hier runter. Danke. Hier rein muss ich. Dahin ist der Funkturm. Und wieso können meine Leute hier durchfahren, ohne angeschossen zu werden? Und ich werde angeschossen? Bin ich unfair, Mann. So, hier hinten ist der Funkturm. So, hier ist er doch. Und raus hier. Gut, dann klettern wir jetzt hier hoch. Und schauen, wie wir hier jetzt hochkommen. Ja. Ganz normal hochklettern also. Hier hoch. Hier lang. Hier lang. Hier hoch. So, dann gehen wir hier hoch und dann haben wir jetzt den zweiten. Da. Und damit dürften wir jetzt gleich den zweiten Turm haben. Von 18. Kiste plündern? Ah, hier. Gut. Okay, hier haben wir eine fette Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Lager. Und ein Schiffswrack. Der Funkturm hier ist aktiviert. Ich doch verarschen, oder? Jetzt gerade ist im Shop die AK. Scorpion. Wenn ich jetzt hier runtergehe, so, ich muss in die Richtung. Wie lange müssen wir denn laufen, bis wir da sind? Ein bisschen. Aha, ein Steintempel. Wir gehen erstmal zu der Quest hier hinten und dann kümmern wir uns um Außenposten und sonst was. Und wir nehmen das Fahrzeug. Wir nehmen das Fahrzeug. Definitiv. So. Hier lang. Fucking hell. Ich war doch trotzdem richtig. Hier hoch muss ich. Kumpel. Warum ist dein Haus so weit? War ich gerade richtig? Ja, fahr ich.
Okay. Ich kann hier einfach durchlaufen, aber nicht durchfahren. Gut zu wissen. Okay, diese Insel ist recht groß. Ich bin richtig, da bin ich. Da muss ich hin. Gut zu wissen. Ich bin da. Okay. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy... Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Okay. Gehe zu Daisy. Ah, wir haben erstmal einen Waffenschrank, ganz wichtig. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ist ein Sammelgegenstand auf dem Tisch? Umdrehen, Jason. Ah, komm, echt jetzt. Pilz in der Tiefe. Ah, das Ausrufezeichen beginnt eine Quest und die Punkte sagen, jetzt geht's los. Verstanden. Das Dumme ist, ich habe probiert. Man kann manuell während einer Quest nicht speichern. Das heißt, wir müssen die Quest jetzt abschließen, bevor wir manuell wieder speichern können. Ich sehe da was, was du nicht siehst, und ich gehe jetzt nochmal hoch und fahre mit der Seilrutsche runter. Die ganz zufälligerweise oben am Haus ist. Kacke. So. Ich muss hier runter. Da ist die Höhle hier unten. Aber ich glaube, ich habe einfach... Doch nicht im Westen. Ah, ich brauche irgendwelche besseren Tiere, ey. Mit der ich meine Waffen verbessern. Meine Rüstung. Ausrüstung verbessern kann. Ich brauche größeren Geldbeutel, ich brauche größere Waffentasche, ich brauche alles Mögliche. Einen Waffengürtel brauche ich besser. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Nein, oder?
Das ist doch ein Hai, Bro. L3. Sowas wie Sprinten unter Wasser, verstanden. Finde einen Weg in die Höhle. Ja, aber ich glaube, wir haben definitiv begrenzte Luft, wollte ich gerade sagen, ja. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Definitiv, dem vertraue ich. Ein Doktor mitten im Nirgendwo, der aussieht, als wäre er drogensüchtig, den vertraue ich doch. Todessprung. Bro, echt jetzt. So. Klettern wir. Dass die Ranken das aber auch aushalten, ne? So. Bro, echt jetzt. Jetzt bin ich gerade vorbeigesprungen. Bro. So. Hier. Hochklettern. Danke. Ich hätte wohl nicht springen dürfen. Was ist das denn? Drogenpilze, wie es ausschaut. Das ist mal neu. Alter, Bro, what the hell? Ich persönlich mag ja die Roten. Nee. Hier hoch, oder? Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Bro, ich bin gerade high, oder? Ich bin sowas von Hi. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht mal, was hier geht. Was zum Geil geht jetzt hier ab? Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab Dad versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Bro, what the fuck geht jetzt hier ab? What the fuck? Grant? Pilze. Da ist einer. Nehme ich mit. Nimmst so kleine Pilze mit, nimm den ganzen Strauch mit, Kumpel. Nimm den ganzen... Na gut, dann halt nicht. Dann nimm halt nicht den Strauch mit. Ah, ich sehe schon, wo wir sind. Wie lange war ich da unten? Ja, moinsen. Wir waren wohl ziemlich high, hä? Sehr high. So, hier hinter müssen wir und Sprung.
Okay, ich hoffe, unsere liebe Freundin ist nicht tot oder so. Und ich hoffe, dass der Doktor nicht zu den Piraten gehört, weil die Piraten sind ja auf die Insel gekommen, um zu vergewaltigen. Da habe ich gerade extrem große Angst davor, was jetzt mit unserer Freundin gerade passiert hier. Aber naja, man soll ja nicht negativ denken. Positiv denken, bitte. Positiv denken. Okay. So. In das Gewächshaus. Von hinten? Ja, anscheinend schon. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ich habe das Gefühl, dass die Pilze nicht für die Medizin war, sondern einfach nur noch stärker sind als die Leute, als die Pilze, die wir gerade in der Ding gesehen haben. Also so gesagt, noch stärkere Pilze, die einen high machen. Falschrum, hier rüber müssen wir. Ich glaube, im Zimmer war sogar ein Sammelgegenstand, wenn ich es richtig gesehen habe. Dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist... Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber drei meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes, dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ja. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Mach die Thematür nicht zu. Bitte nicht. Da oben ist ein Sammelgegenstand. Bitte. Jason, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht.
Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Okay. Der Ruf der Medusa. Die Frage ist, kann ich jetzt... Das probiere ich selber aus irgendwann, ob ich speichern kann oder nicht. Wenn nicht, muss ich privat halt nachholen oder wieder auf dem richtigen. Ja, ich möchte ja in die Option reingehen. Achso. Nee, das ist Karte. Bist du Medusa, bitte? Ich doch verarschen, die Medusa ist hier hinten? Naja. Okay. Aber bevor ich diesen Ort hier verlasse, hole ich mir noch den Außenposten. Schnellreise. Ich weiß schon. Die wollen also, dass ich die Schnellreise mache. Gut. Herstellung, okay. Medizin herstellen. Stinktier. Ein Serum, das Tiere abschreckt und verhindert, dass sie angreifen. Funktioniert nicht im Wasser. Und bei Haien und Krokodilen, okay. Fähigkeiten. So, ruhige Hand. Oder irgendwas anders. Du kannst keine, wenn du keine Medizin hast. Okay. Noch irgendwas. Ich muss das hier. Spring nicht über einen Gegner so in Position, dass das entsprechende Symbol erscheint. Springe mit X auf ihn, um ihn schnell auszuschalten. Du hältst 5-fach XP für jeden Kill. Holy shit. Die Frage ist, wo ist dieser Außenposten des hier? Ich glaube, da werden wir von hier sogar schneller hinkommen. Also... Schnellreise zu diesem Ort, ja. Ein bisschen Story und dann können wir uns um den Rest kümmern. Erreiche den angegebenen Ort, der ist hier unten. Hier oben, okay. Hier ist... Ah, eine Höhle. Ist tatsächlich einfacher, von hier wieder die Schnellreise zu der Person zu machen. Also ich glaube, die Schnellreise in diesem Game ist das Wichtigste, was man haben kann. So. Hier lang. Und hier raus. Okay. Nehmen wir das Fahrzeug mit. Ach, das ist das. Ganz geil. Naja.
sind wir wenigstens recht schnell mit. War dumm. Da ist der Commander. So, hier hin, da müssen wir. Ich gehe außen rum und nehme sie von hinten. Komm, ich hab mich doch gerade geheilt. Ganz geil. Starte ich wenigstens jetzt wieder vor der Ding. Bitte. So. Fehlt einer. So. Komm, jetzt bin ich schon wieder tot. Hey, ich glaube, ich bin viel zu aggressiv in diesem Game für den Anfang noch. Dein Nest besser benutzen, echt jetzt. Bro, what the fuck, warum muss ich hier... Ich dachte, es hieß doch, du kannst doch eine Waffe benutzen, aber es gibt weniger SP für. So. Hey Bro, what the fuck, ey? Diese Angriffe sind extrem bescheuert, diese Nahkampfangriffe. Und statt einen Schlag macht er irgendwie komplett bescheuerte Schläge. Ey. Jetzt muss ich halt den richtigen finden, den abstechen. Da ist einer, den sehe ich ja. Bro, what the fuck? Ich hatte doch den mit dem Messer getroffen. Ey. Dieses Game macht mich jetzt schon fertig. Jetzt. Gut. Einer noch. Jetzt. Danke. Jetzt tauschen wir wieder um. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge... Weiß ich noch nicht, was wir machen. Ich gucke mich offcam jetzt ein bisschen die Map an und entscheide dann, was wir machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.